Vernichtet die Protoss jetzt! Die Hybriden sind unterwegs! Hallo und herzlich willkommen zurück! Starcraft 2, Maru, Hottest des Wurm. Böse. Das Ende steht bevor. So, brauchen wir noch mehr Overlords. Unser Sieg ist gewiss. So. Dann suchen wir mal die Relikte. Der Tempel ist gefallen. Nur noch einer. Das ist nicht möglich. Ich spüre, wie deine Stärke dich verlässt. So, ist einer. Dann blockt das wieder gegenseitig. Die Eindringlinge dürfen den Kristall nicht zerstören. Etwas. So. Bewegung. Da ist nicht, da kommt man nicht rein, also gucken wir noch hier oben rum. Eine vernünftige Bitte. Ja, ich verstehe. Fertig. Das Ende. Ganz meine Meinung. Oh. Die machen das schon. Ich mach das da, ich plötzlich hier irgendwie rette. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Brauchst du etwas? Der Schwarm muss Naruts Tempel zerstören, um Kerrigan zu helfen. Die Tal'Darim anzugreifen ist keine Hilfe. Die Kristalle wurden zertrümmert. Ihre Macht gehört jetzt dem Schwarm. Wir sollten Einheiten erschaffen, die fliegende Einheiten angreifen können. Wenn wir Hydralisken oder Mutalisken erschaffen, können wir feindliche Lufteinheiten vernichten. So, okay, wir wollen noch Hydralisken. Und eine Queen. Und du baust mir Mutation auch Hydralisken. Abgeschlossen. Ganz meine Meinung. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Nee, ihr kratzt mir alle hier hoch. Jetzt könnt ihr euch gegenseitig blockieren. So, muss ich nur in die Mitte kriegen? Unsere Streitkräfte. Verteidigt den Tempel! Vernichtet diese Monstrositäten! Eine große Anzahl Hybriden nähert sich. Dies ist unser letzter Kampf. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Befehl. Unser Sieg ist gewiss. Streitkräfte werden angegriffen. Was sagt ihr zum Zug auf? Ja, ich verstehe. Abschaben hier. Zerstört. Der Schwarmstock! Zerstört den Schwarmstock! Ich
Wir haben es geschafft. Die Nullzone hat Narut geschwächt und ihn verwundbar gemacht. Trotzdem ist er das mächtigste Wesen, dem ich je gegenübergestanden habe. Was wirst du tun? Ihn töten. Hey, absorbieren wir ihn. Komm, komm, absorbieren, absorbieren. Stell dich, Narut. Es ist vorbei. Dies ist nur der Anfang. Amon flüsterte hiervon aus den Sternen. Er erzählte dir von seiner Rückkehr. Er erzählte dir von Ruin, Auslöschung, dem Ende aller Dinge. Dein Gott ist tot und kehrt nie wieder zurück. Ach, glaubst du wirklich? Ha. Nein. Sarah. Alles, was du verloren hast. Alles, was du niemals hattest. Du hast bereits verloren. Amon lebt. Du wirst ihn schon bald sehen. Kämpft er mit schmutzigen Tricks hier. Ah, verloren ist er, stirbt. Ja. Hier hätte doch alle zerstören können. Da! Man sieht mir, wir haben keine Zeit dafür. Meine Königin, kannst du mich hören? Ich lebe. Gerade so. Wir haben dich zurück zum Leviathan geschleppt. Ruhe dich aus. Ich werde den Schwarm führen, bis du geheilt bist. Warum versuchst du nicht, den Schwarm an mich zu reißen? Weil ich noch viel von dir zu lernen habe, meine Königin. Genug. Ihr geht es schon besser, aber sie muss sich ausruhen. Hoffentlich haben sie die andere Suppenleiche da auch mit reingepackt. Im Wesen absorbieren.
Sobald Jim sicher ist, bist du dran, Mengsk. Und deine Hybriden können dir nicht mehr helfen. Der Schwarm war einst das Werkzeug Amons. Er wird versuchen, uns ein weiteres Mal zu benutzen. Ich werde mich auf seine Ankunft vorbereiten. Aber erst, wenn ich mit Mengsk fertig bin. Natürlich, meine Königin. Narut ist tot. Das Hybridenlabor zerstört. Ich bin das letzte lose Ende. Vermutlich wirst du mich nun töten. Wenn du gehen willst, werde ich dich nicht aufhalten. Ha, wohin sollte ich gehen? Halb Zerg, halb Mensch. Ein Monster. Ich verstehe dich, glaub mir. Bleib beim Schwarm und vielleicht wird sich ein Weg vor dir auftun. Zumindest wird es interessant werden. Ja, wäre auch die cleverste Wahl. So, guck mal kurz, was Kerrigan so kann. Die Essenzen der Urzerg-Anführer haben eine neue Säule und viele neue Fähigkeiten erweckt. Wenn die nächste Stufe deiner Fähigkeiten erwacht, wirst du in dieser dritten Säule ebenfalls neue Fähigkeiten erhalten. Mit großem Wissen über Manipulation von Essenzen. Unwahrscheinlich. Was haben wir denn? Unter Tunneln. GW. Ultralisten. Große muskulöse Oberfläche. Kann Milliarden Muskeln in der Haut vibrieren lassen. Den Boden aufbrechen und sich eingraben. Muskelsystem kann mutiert werden. Vibrationsresonanz erhöhen. Ermöglicht Ultralisten sofortiges Eingraben. Anstimmung auf Gegner, Vertrauten, Festen ausnutzen. Ah, okay. Was haben wir hier? Kaiserklingen, extrem effektiv. Mono, Fliamente schneiden, zerfetztes Material, Fleisch, Knochen, Rüstung und deutlicher Schaden kaum zum Vorteil genutzt werden. Kann Panzeroberfläche verändern. Ermöglicht Assimilation verwertbarer Substanzen. Flüssigkeitsabfall wird zu Stoffverzögerung. Das hört sich geil an. Ja, OE-Schaden. Wesentliche Änderungen. Monarchklingen. Gewehe von Kaiserklingen auf mikroskopischer Ebene neu konfigurieren. Neue Struktur verhindert, Schwung einbußen. Klingen treffen mehr Ziele mit derselben Kraft wie ein einzelnes. Das hört sich gut an. So. Dann reisen wir weiter. Isha, bring den Leviathan auf Kurs. Wir verschwinden. Kerrigan, du hast etwas im Labor gesehen. In Aruts Gedanken. Ich sah Amon. Älter als das Universum und mächtiger als ich begreifen kann. Und jetzt ist er am Leben. Dann wird dieser Amon vom Schwarm vernichtet werden. Wir wissen noch nicht einmal, wo er ist. Wir müssen uns auf ihn vorbereiten. Doch habe ich erst noch andere Rechnungen zu begleichen. Wenn du es befiehlst, bringen wir den Leviathan in das Gebiet der Liga und suchen das terranische Raumschiff Hyperion. Wünschst du ihre Hilfe dabei, den Terraner Jim Raynor zu finden? Natürlich. Leider werden sie uns nicht helfen. Valerian, wir empfangen eine Art Signal. Warnung. Psionische Wellenform entdeckt. Stärke übersteigt Skala. Kerrigan, was ist mit Ihnen geschehen? Wie? Wir haben keine Zeit. Hört gut zu. Jim ist am Leben und ich kann ihn nicht finden. Aber ihr schon. Hackt das Netzwerk der Liga und findet heraus, wo sie ihn festhalten. Wir können ihr nicht trauen. Valerian, wenn die Chance besteht, dass Jim noch lebt, gehe ich ihn suchen. Sich in das Netzwerk der Liga zu hacken, wird nicht einfach. Nur ein Mann kann das Netzwerk hacken. Colonel Orlan. Und er wird gefangen gehalten von... Mira Hahn. Die Söldnerin? Ist sie nicht eine Freundin von Ihnen? Nicht ganz. Es ist... kompliziert. Bringen wir es einfach hinter uns. Finde ihn, Matt. Das schulden wir ihm beide. Jetzt wahrscheinlich diese Crossover-Mission, wo ich... Mensch bin?
gab es den ersten Teil auf, wo man Protoss gespielt hat. Und man musste die neuen Einheiten auch mal zeigen, die man so als eingebaut hat, nicht? Nee? Warum bist du so davon besessen, Essenzen zu sammeln? Es bedeutet Überleben. Weil dich neue Essenz mit Macht erfüllt? Macht ist eine Falle. Die Rugelführer sind dir zum Opfer gefallen. Wenn es nicht Macht ist, was bringt dir Essenz dann? Essenz ist Veränderung. Veränderung ist Überleben. Sammeln und leben. Stillstehen und sterben. Weise. Wir haben das Territorium der Liga erreicht. Sollen wir nach Korhal vorstoßen? Noch nicht. Ich muss vorher noch etwas erledigen. Wird es uns einen besonderen Vorteil verschaffen, meine Königin? Soll Abatur sich auf eine neue Essenz vorbereiten? Ruhe, Isha. Das ist eine persönliche Angelegenheit. Es wird nicht gut ausgehen, aber es führt kein Weg daran vorbei. Wenn ich die Sterne so vor mir sehe, denke ich an die Erde. Ich erinnere mich an ihre grünen Hügel. Du kannst nicht nach Hause zurückkehren. Ich weiß, auf der Erde ist für mich kein Platz mehr. Ich meinte, ich würde es dir nicht gestatten. Deine Rückkehr würde von der Erdregierung bemerkt werden. Sie könnten eine weitere Expedition in unsere kleine Ecke des Weltraums beabsichtigen. Eines Tages werden sie zurückkehren, das weißt du. Ja, und ich werde darauf vorbereitet sein. Mhm. Hast du noch was zu labern? Ja. Ist der Schwarm in der Lage, sich in das Netzwerk der Liga zu hacken? Terranische Systeme unbeholfen. Problem mit Austausch. Viele Faktoren verwirren Anfrage. Biologie, Sprache. Unsere Gedanken sind also zu unterschiedlich für alles, was über einfache Übertragungen hinausgeht. Präzise. Zerg-Prozesse zu komplex. Inkompatibel mit terranischen Maschinen. Dann liegt es jetzt bei Valerian. Gut, gut. Um das am besten gesicherte Netzwerk der Liga zu hacken, benötigen wir den besten Dechiffrierexperten, den es gibt, Colonel Orlan. Leider wird er von Mira Hahn gefangen gehalten. Eine gemeine und verrückte Söldneranführerin. Tja, das ist doch unsere Aufgabe für nächstes Mal. Deswegen erstmal danke fürs Zusehen für heute und tschüss bis zur nächsten Folge, wann immer die jetzt ist, weil ich keinen Überblick mehr habe, welche Folge das hier ist. Tschüss.